Mit dem Selbstvertrauen von zuletzt 7 Siegen in Folge. Davon zu Beginn allerdings nicht viel zu sehen. Die kalte Dusche in Unterzahl schon nach 3 Minuten. Derek Walser nicht hart, aber platziert. Schwer zu sehen für Keeper Jochen Rein. Pavel Groß in der letzten Saison noch Co-Trainer unter Toni Krinner, sieht auch in der Folge überlegene Eisbären und solche Patzer seines Teams. Robby Biener mit der Vorlage. André Rankel nimmt dankend an, das 0:2, eine Minute vor Ende des ersten Drittels. Die einzige gute Nachricht zur Pause, die Eismaschine läuft. Bitterer Start ins zweite Drittel, diesmal Jochen Reimer mit dem Fehler, das 0:3. Die Berliner drauf und dran, auch die vierte Partie in dieser Saison gegen die Grizzlies zu gewinnen. Der Tabellenführer einfach nicht nah genug dran am Gegner. Tore schießen leicht gemacht. 0:4 durch Frank Hörtler. Sprachlosigkeit macht sich breit. Und die Gäste legen noch einen drauf. Natürlich mithilfe der Wolfsburger. 0:5 nach dem zweiten Drittel. Nationalkeeper Jochen Reimer bedient wie die gesamte Mannschaft. Letzter Abschnitt, jetzt heißt es das Gesicht wahren. Norm Milley, der Ehrentreffer. So sieht das wohl auch Pavel Groß. Aber es geht noch mehr, 2 Minuten vor Schluss. Das 2:5 durch Andreas Morzinets sorgt zumindest auf der Tribüne für Erheiterung. Der Schlusspunkt unter einer insgesamt enttäuschenden Partie, dann nochmal durch die Grizzlies. John Laliberté zum 3:5, einfach frustrierend. Berlin, die haben ihre Chancen gut ausgenutzt, teilweise mit großzügiger Unterstützung von uns, mit mir inklusive. Und solche Tage gibt es einfach nur bitter, dass wir heute zum ersten Mal vor ausverkauftem Haus spielen und dann so ein Spiel machen. Schnell vergessen und abhaken, denn bisher haben die Wolfsburger ja richtig Spaß gemacht.